Herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Video zu dem Spiel Death Garden. Diesmal sind wir aber unterwegs als Hunter und ich habe eine Shotgun und eine Assault Rifle, zumindest das, was ich ausgewählt habe. Ich kann einen Turm setzen, habe ein Schild und, das mich immun gegen halt Effekte macht, wenn ich drinne stehe, plus einen Sprint Boost. Als Perks habe ich drin, dass ich schneller nachlade und Objekte innerhalb meines Radiuses sehe. Ob das Ganze jetzt gut ist oder ob das Ganze funktioniert, weiß ich nicht. Das ist meine allererste Runde. Wir haben nicht mal eine Testrunde, was das angeht. Und wenn die Runner sehr, sehr gut sind, glaube ich, dann werde ich keine Chance haben. Also zumindest ist das auch gerade das Feedback im Forum, dass gegen erfahrene Leute man es sehr schwer haben soll als Hunter. Gut, das kann ich jetzt erst bestätigen, wenn ich selber getestet habe. Ja, deswegen werden wir uns das jetzt mal anschauen. Unten wird gerade die Arena aufgebaut. Die ist nämlich anscheinend random, was ziemlich awesome ist. Und die Runner entern anscheinend sogar noch first, denn die gehen in 3 Sekunden rein. Und ich erst in 20. Ah, deswegen hat man den am Anfang noch nie gesehen. Das heißt, ich sehe die jetzt irgendwo rumlungern schon. Ich komme später ins Spiel. Das heißt, die können aber noch nicht anfangen, weil der Spot oder die Tap-Dinger noch nicht da sind, sodass sie sich halt ein klein bisschen verteilen können. So, meine Crouching-Taste wurde nicht umgelegt, leider. So, wir sprinten rein. Leute, direkt in so ein Loch gesprungen. Hier ist B. Hier sind die Objekte. Wir sehen das ganz kurz. Jetzt wird er natürlich schwer. Ich sollte schon schauen, dass ich Leute direkt hunten kann. Erstmal schauen. Wie gesagt, alles im Blick haben. Die farmen sogar erst, wie es aussieht. Ob es das für mich besser macht, kann ich euch jetzt natürlich nicht sagen. So, jetzt benutze ich meinen Boost, weil A schon sehr weit weg ist. Okay, da haben wir einen. Noch ein. Ich denke, jedes Mal, wo die gedownt werden, habe ich aber auch einen kleinen Vorsprung dann wieder. Finishen. Send to Blood Post. Ah. Was sent to the Blood Post? Das sind diese Gefängnisse, nehme ich an. Mein Turm bei A schießt wieder. Sehr angenehm. Einer wurde revived, das heißt, er kam aus dem... Shit. Komm, 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 komm. Was kann ich wohl alles machen? Da hinten ist einer. Da wurde ich gestunt. Der eine im Tunnel, der ist nochmal gestunt. Okay, die Blindshots sind ziemlich awesome. Okay. Jetzt tappen die gerade irgendwas anderes. Deswegen sende ich den trotzdem zum Blood Post. Ich weiß nicht genau, was es macht, aber ich hoffe, dass das nicht so schlecht ist. Meine Türme ist, glaube ich, eine ganz gute Fähigkeit. Hat sich da eine Bubble gesetzt. Du hast aber so weit kassiert, würde ich sagen. Dass er auf jeden Fall ein bisschen was mitnimmt. Das ist die Gold Chest.
Oh, die Maus-Sense, man kann sie leider nicht ändern. Die ist mega hart, sag ich euch. Also, du kannst die Maus-Sense nicht einstellen. Klar, ich könnte die DPI im Spiel runterstellen. Aber, mehr ist gerade auch nicht möglich. Shit, einen halben Punkt haben sie. Zu dritt sind sie da. Oh, jetzt hänge ich an dem eigenen Teil fest. Ich habe echt Muni für die Waffe. Oh lol, das ist natürlich schlecht. Okay, einen habe ich. Den einen nehmen sie mir auch, aber den nehmt ihr mir nicht ganz. Oh. Schon wieder. Oh, nein, wie viel? Slow. Nicht aus den Augen verlieren. Oh, und schon wieder blinded. Wie oft muss ich die down, damit es Sinn macht? Oh, die sind überall Fallen. Ja, oh, und schon wieder. Setz down. Nein, und noch eine Trap, noch eine Trap. Boah, wenn du richtig mit Fallen bombardierst, ich glaube, das hatten wir so krass nicht, als ich Runner war. Ich will nicht sagen, dass ich es stark oder sowas finde. Ich muss mich ja dran gewöhnen. Und schon wieder. Einer wurde wieder revived, natürlich. Schon wieder. Man kann den ganz schön bullien, muss man sagen. Okay, okay, okay. Kann ich auch Muni nehmen? Ja. Kollege, ich kann auch Upgrades nehmen. LOL. Komm. Die haben echt gut kassiert. Aber anscheinend ist es egal, wie oft einer down war. Dann kann ich ihn nur bekämpfen, wenn die gerade nichts machen. Wir haben ja Insta-Revive. Ich tue mich gerade echt schwer. Aber das ist so ein... Vielleicht kann ich es ein bisschen üben. Ich kann mit ihm eigentlich nichts tun. Und schon wieder hüpft er mir auf den Kopf. Muss ich? Oh, da liegen jetzt zwei, glaube ich. Drei. Da hinten. Execute one downed runner to win.
schenke ich den zum Blood Post. Da ist er. Schon wieder welche revived worden. Ich glaube, es ist one kill remaining. Okay, das heißt, Moment, die sind gar nicht mehr so viele. Ich glaube, zwei sind wirklich schon verblutet. Kann das sein? Okay, einer ist down. Ja, sehr gut. Zwei down und beide liegen sie bei mir. So. Da ist einer gestorben. Und damit habe ich gewonnen. Boah, das war unendlich anstrengend. Ich weiß nicht, wie viel ich richtig oder falsch gemacht habe, aber der Hunter hat ja hier zu kämpfen. Lol, holy shit, Alter. Die haben mich ja gebullied wie sonst was, aber das war mal eine Hunter-Runde. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich selber einen Support freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.